Hier dreht sich alles um Buckfastbienen. Heike Aumeier und ihr Sohn Harald aus Zandt in der Oberpfalz sind Berufsimker und züchten sie. Das sind unsere teuersten Königinnen, das sind unsere Zuchtköniginnen. Also da ist eine Königin mehrere tausend Euro wert. Heute haben sie viel zu tun. Sie müssen die Begattungseinheiten ihrer vor zwei Tagen geschlüpften Jungköniginnen kontrollieren und fertig machen für die Reise nach Baltrum. Eine Gratwanderung. Also das Risiko ist sowieso immer das Wetter. Es kann 14 Tage Regenwetter sein und dann sind die Königinnen unbegattet. Das wäre natürlich dann schade, weil die viele Arbeit, die man sich macht. Und was ganz schlimm ist, ist auch noch, wenn du wirklich mit zu kleinen Königinnen hochgehst. Und das muss die Züchterin vor dem Beladen kontrollieren. Da ist sie. Da ist die Jungkönigin. Die schaut sehr schön aus. Ist eine große, man sieht, sie rennt recht, ist fit. 25 Kästchen müssen die beiden für die lange Fahrt in den Norden vorbereiten. Mit an Bord 50 junge Bienendamen. Zwei Tage später an der Frachtfähre in Nesmersiel morgens um 5. 16 Buckfast-Imker treffen sich hier mit ihren Begattungskästchen. Auch Heike und Harald Aumeier sind inzwischen nach knapp 900 Kilometer Autofahrt mit ihren Bienen am Hafen angekommen. Ein bisschen müde, aber es geht. Muss. Alles für die Bienen. Wir machen alles für Bienen. Jetzt müssen ihre Bienenkästen mit den kostbaren Jungköniginnen nur noch für die letzten Kilometer auf die Fähre verladen werden. Dann legt das Boot ab. Vorleine an Deck. Eine knappe Stunde später werden sie auf Baltrum anlegen. Warum aber tun sich Imker so einen immensen Aufwand an? Und auf der Insel, die ist 7 Kilometer im Meer, da kommen keine fremden Drohnen drauf. Also das heißt, es ist eine Zuchtkönigin, wo ich mir aussuchen kann, mit was ich züchte, und es ist reinrassig. Sie ist einfach reinrassig und das ist auf der Insel einfach ideal. Auf Baltrum leitet Detlef Krämer seit mehr als 15 Jahren die Belegstelle für Buckfastbienen. Vor allem aber kümmert er sich um die Drohnen, die männlichen Bienen. In diesem Jahr sind 20 bis 25 Drohnenvölker mit etwa 150.000 Drohnen im Einsatz. Regelmäßig muss er sie mit Sirup füttern. Denn sie sind es, die beim Hochzeitsflug die Jungköniginnen begatten und ihr Erbgut und damit ihre Eigenschaften weitergeben werden. Sanftmut, Schwarmträgheit und Sammeleifer. Sie sind gezüchtet von Züchtern, die für unseren Verband arbeiten, in einem langjährigen, meist vierjährigen Prozess und sollen eben ihre guten Eigenschaften weitergeben, die dann von den Königinnen, die hier angeliefert werden, wiederum ausgelesen werden, um da besonders gute Ergebnisse zu erzielen. Das sind in unseren Augen Superdrohnen. Ja. Ausgesuchtes, bestes Material. Inzwischen sind die Imker auf Baltrum angekommen. Das letzte Stück geht es für sie auf der autofreien Insel zu Fuß. Die Bienenköniginnen in ihren Kästchen fahren mit der Pferdekutsche weiter bis zur Belegstelle. Alle haben große Erwartungen. Ich versuche, eine bessere Biene zu züchten. Die ist Schwarmträger, das heißt, sie schwärmt weniger, brutfreudiger, sie macht größere Völker, schönere Völker, sanftmütig, also ich kann ohne Schleier, ohne Handschuhe hin, Sammeleifer, sie soll also mehr Honig holen und sie muss eine schöne weiße, helle Honigdeckelung haben. Also das Deckelwachs, was wir ernten wollen, soll weiß sein. Und dann müssen die Imker erst einmal auf dem weitläufigen Gelände ihre Begattungskästchen an ihren eigentlichen Bestimmungsort bringen. Auch die Aumeiers richten sich auf ihrem Stammplatz ein. Also es ist ein Knochenjob. Die verklärte, schöne Imkerei, die gibt's nicht. Besonders wichtig ist, dass die Boxen durcheinander stehen, damit die Jungköniginnen sie eindeutig wiederfinden können. Den anderen ist es meistens soweit zum Tragen und dann haben wir unsere Ruhe. Wir stellen immer in eine Ecke immer alles zusammen. Und dann wissen wir, dass kein anderer hintergeht, dass da nicht vielleicht ein Verflug reinkommt und die Königin abgestochen wird.
Endlich ist alles vorbereitet für den Jungfernflug der Königinnen. Zum ersten Mal werden auch sie ihre Bienenkästchen verlassen. Manchen Kilometer verbringen sie in den kommenden 2 Wochen im Hochzeitsflug und werden von bis zu 30 Drohnen in der Luft begattet. Die Insel verlassen sie in der gesamten Zeit nicht, denn übers Meer fliegen sie nicht. 2 Wochen später in Zand. Die Aumeiers haben ihre Jungköniginnen aus Baltrum abgeholt. Jetzt kontrollieren sie die Begattungskästchen. Trotz aller Umsicht kann aber auch immer etwas schiefgehen. Da hat es jetzt zum Beispiel nicht funktioniert, weil keine Königin drin ist. Da ist keine Brut drinnen. Das siehst du sofort. Da ist die Königin vom Begattungsflug wahrscheinlich nicht zurückgekommen. Anders beim nächsten Kästchen. Da erkennt man die Brut sofort an den gedeckelten Waben. Und schon jetzt entwickeln sich die ersten Bienenlarven in den Zellen. Doch wo ist die Königin? Wer sucht, der findet. Und da ist die Königin. Und die sieht nicht schlecht aus. Also ich bin bis jetzt sehr zufrieden. In den kommenden Monaten wird sich zeigen, ob tatsächlich alles gut geklappt hat. Und nächstes Jahr um die gleiche Zeit werden sich die beiden wieder auf den weiten Weg nach Baltrum machen, um ihre Jungköniginnen von der Crème de la Crème der Buckfast-Drohnen begatten zu lassen.